Nummer 7. Schlicht später mit bezwingender Macht. Adagio non tanto. Ich muss gestehen, vor diesem Stück habe ich Angst. Die Musik ist einfach etwas zu gehaltvoll für mich. Ich weiß, dass der Komponist 21 Takte von diesem Stück in seinem späteren Orchesterwerk namens Reifung zitiert. Ich weiß, dass der Komponist hier sein berühmtes Todesmotiv neu verarbeitet. Ich weiß sehr viel von den Kompositionstechniken hier. Dennoch ist es alles zweitrangig. Denn was der Komponist hier zutage fördert, ist
Ein Trauermarsch von bezwingender Macht. Jeder, der in seinem Leben einen einschneidenden Verlust erleben musste, kann dieser Energie nicht entgehen. Wer in der Lage ist, überhaupt Emotionen zu verarbeiten, muss hier innehalten und warten, was kommt. Und die Reise ist kein Sonntagsspaziergang. Es ist ein existenzielles Erlebnis, den man sonst in der Musik nur bei Schostakowitsch oder bei Mahler zu spüren bekommt. Ich habe Reisen mit diesem Stück gemacht. Ich habe an Othello gedacht, mich gefragt, ob es die gedemütigte, verzweifelte oder die kämpferisch eifersüchtige Gestalt ist. Ich habe mich gefragt, ob es eine theatralische Figur ist, wie man sie bei Wagner begegnet, geladen mit pathetischen Emotionen. Fertig wird man bei diesen Überlegungen nicht. Sicher ist nur, dass man eine gewisse Haltung einnehmen muss, bevor man mit dem Vortrag beginnt. Sonst fällt es einfach flach in die Banalität. Der Deutsche sagt auch, man muss sich warm anziehen. Kombiniert mit dem, dass die Komposition auch hier dem höchsten Satz technischen Anforderungen recht tut, kann man sagen, dass man mit einem Gesamtkunstwerk kaum mehr erreichen kann, als was Josef Suk hier in 5 Minuten erreicht. Ich könnte einige Auszüge demonstrieren, vielleicht nur das eine. Also dieser einschneidende Akkord. Sehr direkt irgendwo in irgendwelchen Noten. Bei mir habe ich auch hier geschrieben, das ist das einzige Stück, wo du den Ton hässlich brechen darfst. Es geht also wirklich in die Substanz. Und davor hatte Josef Suk auch keine Scheu. Er hat aus seinem Herz komponiert und mehr kann der Mensch wohl in seinem künstlerischen Schaffen nicht machen.